Hallo zusammen zu einem Stickt mit mir an einem Neustart. Ich habe es ja schon angekündigt, ne? Ja, das ist dieser 20 Count Even Weave. Belana heißt der. 27 Count, glaube ich, heißt Linda. Und denke 32 Murano. Die haben halt spezielle Namen. Wie der 28er heißt, weiß ich gerade gar nicht. Aber 20 Count Belana. Oder Britney? Ach. Egal, 20 Count Even Weave. Ist mir jetzt auch gerade zu blöd nachzugucken. Ich habe mich für das Einhorn entschieden, obwohl ich echt sagen muss, das wird schweineknapp. Also ich habe den Stoff bestellt auf, ich glaube, 55 cm. Und hier in der Höhe geliefert bekommen habe ich 54. Das ist jetzt vielleicht nicht viel, wenn das Bild aber 50 cm hat. Oder knapp 51 sogar. Dann ist das schon viel. Dann ja, wird das sehr knapp. Die einzige andere Möglichkeit wäre halt dieses, diese Libelle. Die hat genauso 400 Stiche. Habe mich aber jetzt, wie gesagt, für das Einhorn entschieden. Weil ich noch nie in Pain-Free Crafts gestickt habe. Ich habe Heaven and Earth, ich habe Odyssey, ich habe verschiedene probiert, aber noch kein Pain-Free Crafts. Destination. Habe ich mich jetzt hierfür entschieden, einfach mal um zu gucken, ja, wie das so ist. Und ich würde gerne hier probieren zu Royal Roan. Also dieses Royal Rose würde ich gerne mal probieren. Zumindest jetzt auch die Möglichkeit nutzen, um da mehr erklären zu können. Aber im Grunde funktioniert das halt so. Man hat seine Kästchen. So, und das hier nutze ich jetzt schon mal, um diese Konstruktion hier aufzumachen. Das war wirklich nur, um das Kästchen zu markieren, weil ich habe. Wenn man hier so ganz leicht vielleicht noch erkennt, mit diesem ja, luftradierbaren Stift markiert. Und das war gestern Abend, irgendwann so um, war nicht 10, 11. Und das war schon relativ dunkel. Und ich habe gedacht, gut, ich nehme ein Stück Häkelgarn und markiere einfach nur das Kästchen. Mehr nicht, nur das Kästchen markieren. Damit ich halt eben sehe, wo ich anfangen muss. Und der Rest wird sich dann schon entwickeln. Nur aufpassen, dass ich mir hier dann nichts einsticke, was nicht dazu gehört. So, aber im Grunde funktioniert das halt so. Schon ein paar Mal erklärt. An einem Bild, wo ich es nie gemacht habe. Man arbeitet 10 Kästchen oder ja, 10 Stiche in der Breite, über 20 Stiche in der Höhe. Das komplette Kästchen ab, parkt den Faden dann in dem darunter liegenden 30. Kästchen und arbeitet sich über die komplette Bildbreite drüber. Das wird ein Spaß, das weiß ich jetzt schon. Noch dazu, weil ich hier halt gerade mal 2 cm habe, hier oben. Also das ist vom Rahmen vielleicht spannend. Es wird noch gehen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber vom Einspannen ist das eine Katastrophe, sag ich euch. Deswegen mal gucken. Jetzt habe ich hier noch ein Kästchen. Ich kann euch das ja eben mal zeigen, wie mein Pattern Keeper hier aussieht. Also ich habe die fünf, ja doch fünf hier gemacht. Jetzt habe ich hier noch einen in dem Kästchen. Hier unten noch. Das heißt, ich muss jetzt den, dann die zwei, dann das hier unten. Und hier im 30. parke ich den dann hier. Was ja sowieso ein Spaß wird, weil ich habe das nicht gerastert oder sonst was. Das heißt, hier dann diese Kästchen zu ersticken. Ja. Normalerweise würde ich das ja jetzt so machen. Ich habe
P1, würde das hier alles sticken, hier runter und dann hier rüber und das irgendwie hier mitnehmen. Aber so macht man das ja nicht. Ich möchte es zumindest einmal so machen, wie das gemacht werden sollte. Ich glaube, ich hab jetzt hier, meine ich, wo ist die Nadel? 3, 4, 6 Stiche. 2, 3, 4, 5. Sollten 6 sein. 1. Und den hier. Und dann 8 runter. 7. Müssten 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Und mit diesen 2 cm Rand wird das halt hier dann an sich eine sehr spannende Geschichte, das über die komplette Breite, über die 400 Stiche hier oben und dann auch unten einzuspannen. Obwohl ich sagen muss, unten habe ich diesen kleinen Vorteil. Ich versuche das ein Stück nach hinten zu schieben. Ich habe hier diese Webnaht, diesen Webrand. Was es etwas einfacher macht, weil ich dann nochmal, weiß nicht, so 1 Zentimeter, anderthalb vielleicht als extra Rand habe. 1, 2, 3. Der vierte müsste das sein. Jetzt meine ich hier einen Diagonalen runter, genau. Und ich weiß nicht, warum ich hier Royal Rose probieren wollte. Ich habe so oft drüber geredet, ich habe so oft erwähnt, so oft gesagt, wie man das macht und so weiter und so weiter. Ich möchte halt auch einfach mal ernsthaft probieren, nicht einfach so, ja, okay, ich habe das jetzt versucht und, sondern wirklich ernsthaft probieren. Normalerweise beginnen die meisten eben von oben oder von der Mitte. Selten beginnt man von unten. An sich ist es aber scheißegal, wo man anfängt, wo man selber halt sagt, ja, das macht für mich mehr Sinn. Einige mögen das von unten nach oben arbeiten, nicht. Und man sieht einfach so oft, dass von oben nach unten gearbeitet wird, weswegen das halt als, ja, ich sag mal, normal gilt, obwohl das eigentlich ja keine Rolle spielt, weil da, womit man selber am besten klarkommt, ist ja eigentlich die richtige Methode. Und ich versuche das jetzt hier einfach mal. Vielleicht ist es wirklich genau das. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich es einfach auch nicht mag. Diese Idee, ich sag mal, 20 dieser Fäden hier über die komplette Breite zu haben, weil ich halt eben irgendwo dann noch ein, zwei Stiche in die Richtung habe. Ich habe den Eindruck, ich habe dann ganz viele kleine Restfäden. Das ist Kacke. Aber das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall jetzt mal so von dem Stoff. Ich kannte den noch nicht, aber ich habe schon ein paar Mal auf 20 Count gestickt. Das Erste, was einem natürlich auffällt, ist die Größe der Kästchen. Und oh mein Gott, ist das angenehm. Es ist halt wirklich eine Wohltat für die Augen, muss man sagen. Kann man nicht abstreiten. Ich denke, dass auch so manches Golden Kite hier dann auch ganz angenehm wäre. Obwohl da der Pinstitch vielleicht ein klein bisschen schwieriger ist, weil diese, ja, diese Webfäden etwas anders sind als bei Eider. Das ist nun mal bei Even Weave eben so. Aber ich glaube,
dass man trotzdem hier ganz gut in der Mitte dieser Fäden einstechen kann, auch hier über dem Kreuz direkt. Ansonsten, ich habe ja ein paar Nadeln, die spitzer sind, dann würde das vielleicht auch besser gehen. Ja, muss man halt vielleicht mal probieren. Aber wenn man eben irgendwo begonnen hat, wo schon einfädig ist, hier auf der Rückseite, wo schon einfädig gestickt wurde, dann ist es eigentlich recht leicht, den Faden hinten irgendwie zu fixieren. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 1 runter. Hier. So, und jetzt muss ich den parken. Im dritten Kästchen parke den erst auf gut Glück hier. So, keine Ahnung. Den parke ich mit unten links. So, keine Ahnung, ob das stimmt. Ich bin jetzt auch zu faul zu zählen. Gehe ich wieder nach oben, nehme den nächsten, gleich den hier angrenzenden, müsste ich auch haben, den Faden. Mehr als genug. Ich habe jetzt auch gerade gemerkt, die Nadel hier, die ist verbogen. Seht ihr das? Keine Ahnung, ob das auf der Kamera rüberkommt. Aber die ist richtig verbogen, muss ich dann leider entsorgen. Aber ist nicht schlimm, ich habe noch mehr als genügend Nadeln. Deswegen, wegen einer mache ich da jetzt keinen Aufriss. So, jetzt gucke ich mal, wie sich diese Fäden hier verhalten. Sehr verteilt, aber gut. Dennoch, also vom Sticken her bin ich wirklich froh, dass noch genügend Rand hier an dem Stoff ist, damit ich den hier einspannen kann. Ich hatte auch kurzzeitig überlegt, ob ich diese oberen zwei Kästchen vielleicht nicht einfach dann in der Hand sticken sollte, erstmal, um etwas mehr Grip dann zu haben, aber ja, es geht, man muss etwas kreativ sein beim Einspannen, aber es geht schon. Ja, aber weil ich ja gerade beim Golden Kite war, die haben ja diese gemischten Farben und ich denke, wenn man eben ein Färbig irgendwie was gestickt hat und hinten schon so ein klein bisschen, ja, ein paar Fäden sind, die machen es ja auch möglich, dass man dann den Faden, mit dem man dann sticken möchte, fixieren kann. Um, ah, das hat sich jetzt verrutscht, das ist ja blöd, fixieren kann, damit man eben dann auch ohne Schlaufenstart anfangen kann. Also geht ja dann auch. Oder man macht eben das, was ich bei dem Goddess of Dreams gemacht habe. Das ist ja ebenfalls möglich. Also Möglichkeiten, den Faden zu beginnen, gibt es mehr als genug. Und da gäbe es auch dann hier definitiv eine Möglichkeit. So, jetzt habe ich hier in dem angrenzenden Kästchen einen einzigen, aber in dem hier unten zwei. Ich überlege gerade, ob ich den hier einfach nicht mitnehmen sollte, trotz allem. Ah, nee. Wenn es wirklich nur einer wäre, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Ich möchte mich ja an die Methode mal halten. Es ist aber wirklich etwas Schönes, mal ein Motiv zu haben, das wieder etwas größere Kästchen hat. Weil das letzte Bild, an dem ich gestickt habe, war das 32K und halber Stich. Das ist ein klein wenig anstrengend. Aber nur ein klein wenig. So, jetzt muss ich hier mal nicht rein.
sind vier von oben. Eins, vier. Und an sich finde ich das halt auch schön, dass ich so viele verschiedene Projekte habe auf verschiedenen Stoffen. Und wenn ich was Gröberes sticken möchte, kann ich das. Wenn ich was Feineres sticken möchte, kann ich das. Und ich habe halt noch so viel Stoffe über. Beziehungsweise ja Gebrauch gekauft, die mir da ebenfalls noch Möglichkeiten geben zu sagen, ja okay, da hast du jetzt noch was Feineres, da hast du was Gröberes. Wenn ich die alle anfangen möchte, naja gut, dann Hilfe. Aber ich sehe das gerade eigentlich eher als Möglichkeit, wenn ich wirklich Bock hätte, was Neues zu beginnen, dann könnte ich das halt tun, weil ich einfach die Materialien hier habe, aber mehr auch nicht. Also ich plane jetzt nicht, dass ich jedes Bild anfangen oder irgendwie jeden Stoff hier benutze. Das plane ich nicht. Zumindest nicht im Moment. Ja. Aber mein Gott. Jetzt habe ich den Grauen hier mitgefangen. Es gibt schon noch so ein paar Motive, die ich gerne anfangen möchte. Und ich denke, da würde ich dann eher in einem, ja, in so einem Update-Video drüber reden, was ich auf jeden Fall noch machen will, auch im Bälde. Das muss auch mal wieder kommen, weil sich ja doch schon einiges getan hat. Und ich glaube, da macht es halt eben mehr Sinn, in so einem Video drüber zu reden. Eins. So, den park ich hier. So, also hier ist das zweite Kästchen zu Ende. Die 10 Breite, 20 in der Höhe. Jetzt würde ich den nächsten Faden nehmen. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie eine Farbe habe, die in beiden Kästchen recht vorhanden ist, aber nee. Ah doch, das hier, 939. Die nehme ich mal. Ich mag das dann auch, wenn ich eine Farbe habe, an die ich mich noch zusätzlich orientieren kann. Ist immer schön, dann da nochmal eine kleine weitere optische Hilfestellung zu haben. Ich habe zwar wirklich kurzzeitig überlegt, ob ich mir nicht diesen Stoff hier vorrastern möchte mit Häkelgarn zum Beispiel. Das ist zwar ein klein bisschen gröber jetzt als diese normalen Fäden, die man dafür nimmt. Aber andererseits, so what? Häkelgarn ist relativ billig. Relativ. Es ist jetzt nicht saugünstig. Aber was ist da auf einem größeren Ballen was drauf, 700, 800 Meter für 4 Euro. Da kannst du eigentlich jetzt nicht so viel meckern. Und in großen Supermärkten, sowas wie Kaufland, gibt es Twister-Häkelgarne. Da ist die Farbe auch vollkommen egal. Wenn man sich das hier mit Häkelgarn, sage ich mal, vorrastern möchte. Ich glaube, ich würde mir dann eine Art Schablone basteln. Weil anderen zählen, mein Gott, kriegst du ja einen Rappel. So. Aber wie finde ich den Belana? Ich weiß ihn noch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, 20 Count ist, wie gesagt, was ganz Feines, weil er halt größere Kreuze hergibt und das für die Augen wirklich angenehmer ist. Da muss das Licht jetzt nicht so dermaßen super krass hell sein. Kann auch ein ganz klein bisschen gedimmter sein. Ich meine jetzt nicht, dass man im Dunkeln sitzt oder nur mit Bildschirmbeleuchtung, sondern sowas wie hier braucht man nicht zwingend. Da reicht fast vielleicht eine gute Deckenlampe. Ne?
Obwohl ich sowas immer empfehlen würde, weil es so viel angenehmer ist. Aber ja, man sieht die Kreuz halt einfach wesentlich besser. Was ich beim Even Weave halt nicht so mag, und das ist vollkommen egal bei welchem, dass die Fäden manchmal unter die Webung durchrutschen. Das war ja vorhin einmal der Fall. Das kann passieren. Ist halt so. Liegt an dem Stoff. Aber gut. Dafür hat man wiederum einen sehr glatten, sehr weichen Stoff, was ich wiederum sehr mag. Ich mag Even Weave wirklich total. Und ich glaube, also so von der Deckkraft ist es perfekt, muss ich sagen. Zweifädig, 20 Count auf jeden Fall. Das hier ist ja ein bisschen dunkler jetzt an Farbton als das, was ich hier verarbeitet habe. Die zwei Fäden hier, das eine ist ja so ein Grau, das andere ein Grün. Die sind ja jetzt nicht ganz so dunkel. Mag aber jetzt auch geschuldet sein, weil meine Stofffarbe ja nicht weiß ist, sondern so leicht gräulich. Ist ja auch eingefärbt ist. Aber die Deckkraft ist sehr gut mit zwei Fäden. Was ich aber ja durch mein einfädig 20-Count-Experiment auch schon ausgeschlossen habe, dass ich das mit einem Faden mache. Ich mag Experimente, zumindest solche. Die tun keinem weh, außer mir, weil ich dann vielleicht mit der Deckkraft oder nicht ganz so zufrieden bin. Und ja, das ist halt einfach was, womit ich leben muss und sonst keiner. Die Vorlage ist dank Pattern Keeper natürlich sehr einfach. Im Gegensatz zu Heaven and Earth habe ich den Eindruck, dass Pain Free sehr viele Buchstaben nutzt. Was halt aufgrund der Schriftart manchmal zu Ähnlichkeiten führen kann. Aber da ich ja nicht von einem Papier aus arbeite, ist das absolut kein Problem. Und wenn man vom Papier arbeiten sollte, ja, dann guckt man halt ein bisschen mehr. Versticken kann man sich so oder so. Das eine schließt jetzt das andere nicht aus, ne? Nur wenn man mit Pattern Keeper arbeitet, verstickt man sich jetzt nicht weniger. Ich glaube, das passiert dennoch genauso gut. Ja, aber das halt zu dem Bild hier. Und ich bin bis jetzt schon recht zufrieden, eben was Deckkraft etc. angeht. Ich muss mich halt noch an die an das Royal Rose gewöhnen, definitiv. Also nicht so mein Stickschema ist. Aber damit soll wiederum ja auch die Fehlerquote sehr gering gehalten werden einerseits. Andererseits sieht man das Bild halt so nach und nach komplett wachsen. Was natürlich auch schon recht interessant ist. Und was ja beim Sticken ebenfalls sehr schön ist. So ganz allgemein gesprochen, wenn einem eine Methode nicht zusagt, gibt es nichts auf der Welt, was einen daran hindern sollte, die Methode zu wechseln. Also nur weil ich das jetzt hier so angefangen habe, heißt es nicht, dass ich das auf Biegen und Brechen so weitermache, wenn ich damit wirklich nicht klarkomme. Aber
Ob das so ist, weiß ich wiederum ja auch erst dann, wenn ich es probiert habe. Und ich habe die ganze Zeit ja immer nur drüber geredet und wie das funktioniert und, aber nie gezeigt oder mal eben für mich festgestellt, ob das klappt oder nicht. Und deswegen wollte ich dem Ganzen hier einfach mal eine faire Chance geben. Es wird auf jeden Fall insofern eine Herausforderung, weil das absolut nicht vorgerastet ist. Na gut, normalerweise bewegt man sich ja auch nur in einem Zehnerkästchen rum. Man arbeitet zwar zwei Stück nach unten, aber man springt jetzt nicht unbedingt hier 20, 30 Kästchen weiter. Ich meine jetzt Kästchen und nicht Stiche. Deswegen sollte das jetzt auch nicht unbedingt so ein Problem sein, ne? Eigentlich. Aber hier sind jetzt schon, ich sag mal, 50 Stiche reingewandert. Ich kann es euch gleich ganz genau sagen, wenn ich abgemarkert habe. Es sind 61. Wenn ich den hier noch fertig mache. So, und der nächste Stich ist hier. Genau hier. Das Schöne ist halt jetzt an dieser einen Farbe, die ging hier relativ groß runter, recht flächig. Okay, hier habe ich jetzt eine Farbe, die habe ich lustigerweise sogar aus Versehen dreimal gekauft, aber das ist schon ewig her. Die ist einmal in dem Kästchen, einmal in diesem Kästchen, ne, zweimal in diesem Kästchen, dann einmal in einem hier unten und dann vermehrt hier. Und ich glaube, die würde ich dann auch genauso weiterführen, weil hier einen Stich machen, abschneiden, hier die zwei machen, abschneiden, finde ich wiederum blöd. Und hier dann das Gleiche. Da habe ich drei Stiche hier, einen hier und dann ein paar da. Da muss ich mir halt überlegen, was ich damit mache. Ich glaube, ich würde erstmal mit den Farben arbeiten, die halt wirklich ja eben hier so runtergehen, wie es geplant ist. Zum Beispiel noch diese hier. Da ist eine Nadel runtergefallen. Das soll nicht passieren. Und wenn es passiert, dann sollte man sie nach Möglichkeit schnell wiederfinden, weil sonst kann es wehtun. Aber jetzt habe ich ja schon einige Bilder angefangen in dem Jahr, glaube ich. Ich meine insgesamt vier. Andererseits, wenn man jetzt diese Zahl so hört, ist das relativ wenig. Also vier Stück im Jahr, das ist so pro Quartal eins. Wo ich aber jetzt sagen muss, bei diesem 14-Count-Ding, das ist erstmal pausiert. Was da passiert ist, da gehe ich dann ganz genau in so einem Update-Video mal drauf ein. Aber ich habe ein Farbproblem. Beziehungsweise besser gesagt ein Partieproblem. Nur gesagt, ganz genau in einem Update-Video. Jetzt bin ich halt traurig, dass ich da nicht weitermachen kann und suche verzweifelt nach irgendeinem Stoff oder was. Ich habe aber, ja klar, ich habe hier haufenweise 20-Count-Stoff da, den könnte ich auch zur Not selber färben, zumindest mit Kaffee. Weiß ich aber nicht. Macht man das? Kann man Stoff mit Kaffee oder Kaffeesatz gut färben? Hat da jemand Erfahrung? Weil sonst würde ich das machen. Mir dann hier aus meinem Vorrat eine Farbe raussuchen und davon dann gleich sofort 14 Docken kaufen. Oder 15 oder wie auch immer. Damit ich das Problem nicht nochmal habe.
Ich hätte auch Tee. Ich habe bräunlichen Tee, ich habe grünlichen Tee, ich habe rötlichen Tee. Wenn ich vielleicht noch ein, ja, so ein Blaubeertee, ich habe sogar noch Pflaumentee. Der ist lila und so ein Granatapfeltee, die zusammen gibt so einen schönen lila Effekt. Vielleicht klatsche ich auch einfach nur einen Teebeutel auf einen nassen Stoff drauf. Ich weiß ja nicht, ob das damit gut geht und ob es auch relativ farbecht ist, sodass sich das eventuell eben nicht rauswäscht, wenn man den Stoff mal waschen möchte. Ne? Na gut. Dazu vielleicht auch irgendwann mal mehr. So, meine Fortschritte sind hier ja, sichtbar. Sagen wir mal so. Es fällt auf jeden Fall auf, dass hier was passiert ist. Und ich möchte hier auf jeden Fall noch weitermachen. Auch in dieser Methode. Mal gucken, wie, was, wo, wann. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn das Bild an sich eben ein gutes Stück runtergewachsen ist, damit ich hier mehr einspannen kann. Ich habe ja überall hier diese Dinger drunter, wenn es nicht anders geht. Wenn es auf dem Kreuz drauf muss, die Klammer. Damit die Kreuzchen auch geschützt sind. Aber ich hätte halt einfach gerne etwas mehr Stoff, damit das ein bisschen weiter unten sitzt, damit es von der Stickposition, von der Stickhaltung meinerseits etwas angenehmer ist. Aber da kommen wir auch schon noch hin. Irgendwann. Und ich weiß auch nicht, selbst wenn ich jetzt dieses Bild in dem Q-Snap lasse, ne, ob ich es wirklich dann so handhabe, dass ich es ausspanne und wieder drüber setze. Oder ob ich es nicht da drin lasse und dann alles in dem Bereich, in dem Royal Row arbeite. Und dann, wenn das fertig ist, ausspanne und versetze. Weil eigentlich sollte man ja froh sein, wenn ein Bild relativ gerade angespannt ist. Aber gut. Das sind dann wiederum so Sachen, wo ich mir Gedanken machen kann, wenn ich soweit bin. Jetzt habe ich ja noch nicht mal die ersten 200 Stiche hier drin. Ich finde die Kreuzchen teilweise etwas eigen, aber gut, vielleicht täusche ich mich auch. Egal. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zugucken und ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Ich weiß, es ist mal was ganz anderes als sonst, wo ich anfange und einfach wild drauf lossticke in irgendeine Richtung. Und jetzt bin ich hier ja schon fast organisiert und habe eine Methode. Aber das ist Royal Rose, eben für diejenigen, die es vielleicht interessiert. Ich möchte hier noch etwas weitermachen jetzt und gucken, wie sich das entwickelt, auch wie sich die Stickmethode für mich entwickelt. Und werde es euch demnächst irgendwann mal zeigen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.